Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Meinburg Map mit der Community und ja, wir fangen mal oben an. Björn, Scheirich, Torben, Christian, Dominik, Marcel, Stefan, Big Mac. Hallo. Hallo. Und der liebe Randy. Hallo. So, und mein Anhänger ist schon wieder voll und das Feld haben wir ja schon mal gut geerntet. Björn, hast du noch frei, Anhänger? Ich hab noch was frei. Ja, gut. Genau. Ich weiß gar nicht, was wir hier alles angesehen hatten, aber wir haben dann irgendwann mal die Sorte geswitcht, also es war nicht alles dasselbe. Da drüben ist dann hier dann 76 ist Raps gewesen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal beim Dominik weiter. Über dich wollen wir auch noch ein bisschen was erfahren, jedenfalls das, was du uns verraten möchtest. Komm mal raus. Was machst du zurzeit? Oder was heißt, was machst du zurzeit? Bist du noch in der Schule oder arbeitest du? Ja, 7. Klasse, real. Was? Wie alt bist du? 14. Hat doch die Eingangsklasse. Ach so, ja, das hat man schon 10-mal, das Thema. Stimmt. Ja. Du heißt, warte mal, du bist der Schalker Runner, ne? Oho. Alles klar. Ja, genau. Passt. Hobbys? Also, bist du, was machst du, Realschule? Jo. Und hast du, naja gut, 7. Klasse, weiß ich nicht, hat man da schon einen Plan, wie es weitergeht, oder? Mehrere. Oder irgendeine Vorstellung oder irgendein Interesse, sag ich mal, oder ich weiß nicht, in der 7. Klasse habe ich mir da glaube ich noch keine Gedanken drum gemacht. Da wollte ich Pilot oder Astronaut werden. Oh. Ja. Ich weiß nicht, hast du irgendeinen so Wunschberuf oder sowas? Ja, vielleicht Busfahrer bei der Stadtwerke Krefeld. Ernsthaft jetzt? Ja, also ja, das ist ja gut. Ach so, also du willst keinen Bus fahren? Nee, doch. Ja. Wir warten jetzt, Bus fahren oder nicht? Bus. Du willst Bus fahren, ja? Jo. Vernünftig. Brauchen wir auch die Busfahrer. Wenn es keine Busfahrer gäbe, dann. Na gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin das letzte Mal vor noch nie Bus gefahren, wo ich in der Schule war. Wo ich in der Schule mit dem Schulbus bin ich immer gefahren. Ja, was denn? Ja, okay, und so hobbytechnisch? LS, Also sagen wir mal den Überbegriff Computer, ne? Genau. Docken halt. Bis dann. Also Inlineskaten, Fahrradfahren, Musik hören, Fernsehen gucken. Musik hören, das ist, finde ich ganz lustig, weil das hat noch nie einer gesagt. Und ich finde, dass gerade so Musik ist für mich extrem wichtig, weil, weiß ich nicht, das hebt so das Gemüt, finde ich. Auch wenn man mal so, weißt du, wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder so. Aber was hast du für Musik? Ja? Da brauchst du aber Musik mit Inhalten und nicht bitte. Weißt du, da sagt er, genau das drückt genau das aus, was ich gerade fühle. Bist ein Bleppo, ey. Ja, ich habe einen Musikgeschmack. Nee, aber jetzt, was hörst du? Einen bestimmten Musikgeschmack? Ja. Für Richtung CC Top. CC Top? Was ist das? Moment. Nee. Okay, mal abspielen. Ja. Nee. Wenn du es abspielst, wirst du gekickt. Sofort. Naja. Weil das Problem ist, das gibt Content-ID-Treffer. Ja. CC Top, also ich weiß, was CC. Ich kenne CC Top, aber CC Top ist ja nicht deinem Alter entsprechend, oder? Doch. Man hört ja die Musik, also. Naja, aber jetzt war ohne Scheiß. Hörst du so aus den Charts Alter, irgendwas Aktuelles? Ich höre das an. Irgendwas Aktuelles oder aus den Charts hörst du nichts? Ah. Das ist dein Ding, ist zu Kommerz, sagst du. Warte mal, wo ist mein Handy? Was ist jetzt wieder? Das höre ich so. Musik, alle Titel. Du musst ja wissen, was du hörst. Ja, warte. Aber er weiß es nicht, Dino. Guckt jetzt erstmal mein Handy. All about bad bats. Von wem war denn das? Megan Turner. Genau. Ah, okay. Ja. Und ansonsten, ja, sonst, du hast ja gesagt, sportlich bist du auf jeden Fall aktiv. Schule machst du noch zur Zeit und so. Ja. Auf jeden Fall, naja, es ist wichtig, sich im Leben auf jeden Fall Ziele zu setzen, wenn du schon jetzt schon sagst mit dem Busfahren, das finde ich halt krass. Also jetzt nicht schlimm oder so, aber ich finde es halt schon interessant, dass man, wie man da drauf kommt. Ist doch eher selten, oder? Aber gut, wenn es dich interessiert, wenn du das machen willst, das ist natürlich super. Ich kann dir sagen, wie ich drauf gekommen bin. Dann mach mal. Um die 2, Randy. Schlechtes Beispiel.
Dann so sollte man es nicht machen. Das habe ich mir so schon die ganze Zeit ganz ehrlich so im Kopf gehabt. Ich habe mal eine andere Frage kurz. Randy, ich brauche mal irgendwie ein Gewicht. Ich finde kein Gewicht hier. Wo bist denn? Ja, dann nimm mal eins. Dino? Ja. Komm zur 83. Nee, warte, ich habe hier gerade eins am Hof. Nee, ich habe ein Gewicht. Nee, ich habe aber ja eins am Hof. Oh! Und ich sag mir mal einer. Wo soll ich abladen? Ich sag dir, ich teile da nicht holen. Ja, aber ich habe jetzt ein Gewicht. Muss ja nicht gleich schimpfen mit mir. Das ist schlimm. Weißt schon, wenn der Randy immer schimpft. Okay, alles klar. Moment, ich muss hier gerade mal das wegmachen. So, Marcel. Den Marcel haben wir noch. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, ich bin 19 Jahre alt. Komme aus dem schönen, frühen Herbst. Warte, stopp! Deutschlands. Ach, schade. Mist. Was hat das schon? Weil ich wollte nämlich gerade sagen, du brauchst gar nicht sagen, wo du herkommst. Sag, red man sofort, weil dein Akzent besticht. Ja. Kann man das nochmal wiederholen? Woher kommst du? Aus dem schönen, grünen Herzen Deutschlands. Thüringen. Genau. Dunkel-Deutschland. Geil. Komm ich auch her? Ja. Ich auch. Also Ausland. What? Was ist das für mich Ausland? Bayern ist Ausland. Ich kann jetzt nicht ausschalten. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, du kommst aus Thüringen, das ist schon mal super, bis 19. Und bist wahrscheinlich nicht mehr in der Schule. Bin noch in der Ausbildung. Ah, okay, was lernst du denn? Landwirt. Ach, das gibt's doch gar nicht, sag mal. Aber was ich immer so krass finde, wie kann man den Beruf, den man arbeitet, dann noch am Rechner zocken? Das verstehe ich nicht. Jeder ist doch froh, wenn er zu Hause ist und sieht die ganze Scheiße nicht mehr. Dino, da bin ich der Einzige, der so fragt. Naja, aber das ist doch so. Ich finde das krass. Also ich würde in meinem Beruf, zum Beispiel das, was ich mache, nie auf die Idee kommen, dass zu Hause am Computer noch irgendwie um... Aber okay, wenn es Spaß macht, ist natürlich kein Thema, ne? Ist so mal eine Abwechslung zum Beruf, weißt du? Also hier Beispiel kannst du mal gegen Baum fahren. Nee, okay, super. Du kannst ja einen Beruf managen, was in Real Life nicht kannst. Das stimmt natürlich, das ist richtig. Das ist richtig. Auf jeden Fall. Ganz kurz, auf welchem Feld? Ach ja, habt ihr Drescher gefunden? Gut. Okay, also machst du die Ausbildung zum Landwirt, wirst du dann quasi dort gleich bleiben? Also in welchem Lehrjahr bist du jetzt? Drittes, okay. Also bist ja dann quasi jetzt dieses Jahr fertig. Ja. Wirst du dort bleiben? Also übernehmen die? Gibt's da... Da ist 90%. Ah, okay. Lebt doch nicht ganz fest, aber... Seid ihr viele? Also ich bin momentan der einzige Lehrling im Betrieb und... Hat 16 Mitarbeiter oder so. Okay, alles klar. Also so ein kleiner Betrieb, ja, würde ich auch sagen. Habt ihr, macht ihr jetzt nur Tiere oder habt ihr auch Felder? Oder? Feld und Tier. Und was für Tiere? Milchkühe? Ja. Okay, und wie viele? Weißt du, also, das musst du wissen, die Frage musst du beantworten können. Schwankt so zwischen 260 und 270. Oder ist reichlich? Ja. Entschuldigung. Alter. Hast du gut zu tun. Und ich habe gehört letztens, fahr ein bisschen ran, Monster hier. Wir müssen wirklich echt dicht aneinander fahren, ein bisschen kuscheln. ich habe gehört, dass so eine Kuh, ich glaube, ach, warte mal, nicht, dass ich jetzt was 30 Liter Milch am Tag, kommt das hin? Ja. 60, best 60. Boah. 60. Oh mein Gott. Ey, voll die dicken Leute, Alter. Okay, 60 Liter Milch hätte ich nie gedacht. Muss das Futter stimmen und halt das optimale Klima sein, weil sonst merkst du in der Milch dann. Und halt jetzt die Zeitumstellung, da geben es auch ein bisschen weniger, aber. Aber es ist trotzdem Wahnsinn, finde ich. Ja. Und wenn du das rechnest jetzt mal, angenommen mal 200, das sind bei 30 Litern, sind das 6000. Ich sag mal so, im. Habe ich das jetzt richtig gerechnet? Eine durchschnittliche Tagesleistung von über 8000 Liter. 8000 Liter Milch am Tag, ne? Alter. Wahnsinn. Und, na gut, das wirst du nicht vernedert, das frage ich gar nicht erst, weil das darfst du mir eh nicht verraten. Und deswegen frage ich das gar nicht erst. Ja, das kannst du nachmachen, da brauchst du fragen. Okay, krass. Sonst habt ihr keine Tiere? Ja, oft sind halt alles noch Kälber und Jungrinder. Schlachtet ihr auch? Selber nicht. Aber ihr verkauft quasi auch. Ja, und das sind die älteren Kühe, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, gehen dann auf den LKW und dann fort. Die kriegt so ein schönes Steak draus. Ja. Mein Chef sagt immer, die gehen zu McDonald's.
Das ist ja Wahnsinn, ne? Also wenn man sich mal diese McDonalds-Betriebe anschaut, es gibt ja direkt Betriebe, die nichts anderes machen wie Rinderzucht für McDonalds. Ja. Rinder- und Schweinezucht. Es ist ja gigantisch. Das sind ja vierstellige Zahlen, was die da an Tieren haben, ne? Das sind ja gigantische und hochmoderne, also wirklich hochmoderne Betriebe. Also die sind, die, auch die Bauern sind Millionäre, gell? Muss man ganz klar sagen. Die verdienen ein Schweinegeld mit dem Konzern. Das ist der Wahnsinn, weil die haben ja so eine gigantische Abnahme. Oh, das ist krass. Könnten wir jetzt mit den Vorzeigehöfen? Die gibt es wirklich. Ja, aber diese Vorzeigehöfe, die gibt es wirklich in der Werbung, ja. Und McDonald's haben die schon oft gebracht, hat eine Bombenqualität. Also das ist, wie viele immer sagen hier mit dieser zusammengepressten Zeug und so. Und das stimmt gar nicht. Also ich habe das auch schon oft gesehen und so, dass es McDonald's wirklich eine sehr gute Qualität hätte. Dino, darf ich ganz kurz Big Mac? Ja, McDonald's Billy Card. Kannst du mir einmal kurz helfen? Also dreh mal um. Achso, wegen immer noch fest. Ja. Ich mach's nicht drum, ich bin da unten. Ja. Okay, wir gut. Wir haben früher Südfleisch verkauft und das ging gerne an McDonald's. Und wie gesagt, also... man muss auch mittlerweile sagen, geht mal zu McDonald's und esst dort mal so ein richtiges Menü. Da kannst du fast auch schon in die Gaststätte gehen. Also bezahlst ja 8 Euro oder so, glaube ich, ne? Je nachdem, ja. Also wenn so diese neuen Burger, die sie da mal haben, so ein Menü, ja, mit Pommes, Cola. Ja, und dann bezahlst du 8 Euro. Wenn du da jetzt noch irgendwas anderes dazu willst, ein Milchshake oder so, wie schnell bist du bei 10, 11 Euro bei McDonald's? Boah, das ist irre. Boah, irre. Ja, und hobbytechnisch, was machst du da Schönes? Ja, Musikverein. Ach, du bist in einem Musikverein? Ja. Ja, endlich wird's mal ein bisschen musikalisch hier. Na dann, los, du singst, oder? Nein, ich spiele. Schade. was spielst du denn? Trompete. Hättest du jetzt gesagt, das ist Cello. Hätte ich da noch ein Lied für dich gehabt, aber... Werbung. Okay. Kennen Sie nicht das Ding? Ich weiß gar nicht, wer das da nochmal gesungen hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Udo Lindenberg. Natürlich, ja. Schlimmes Lied. Und wie lange spielst du schon Trompete? Seit der 5. Klasse. Okay, also bist du... Wie muss man sich das vorstellen, euren Musikverein? Wie viele seid ihr da? Was macht ihr für Musik? Also hauptsächlich volkstümliche Musik, auch Neueres. Also ihr bespaßt die Rentner? Auf Deutsch gesagt, ja. Weil es ist ja wirklich so, oder? So Volksmusik. Obwohl so Volksmusik ja eigentlich immer beliebter wird, oder? Ja. Auch so bei den Jüngeren. Also ich denke nicht Andrea Berg, sondern wie hieß die? Helene Fischer. Genau. Helene Fischer ist, glaube ich, die hat so die Volksmusik, glaube ich, auch ein bisschen so Pep verleiht und hat das auch den Jüngeren quasi so ein bisschen schmackhaft gemacht, schon allein durch ihr äußerliches Erscheinungsbild. Ich wollte gerade sagen, da geht's doch nur um der Szene. Ein schönes Bombenruhe. Natur, ich war nämlich im Wachsfigurenkabinett in Berlin. Und da stand Helene Fischer, habe ich auch mal hinten so mal auf den Arsch gehauen. Ne? Ja, der kleinen Maus. Hallo. Ja, also es ist schon eine hübsche, ne? Muss man sagen. Und die verdienen also das Krasse ist, die Volksmusik verdient ja ein Schweinegeld, ne? Also wie heißt der eine hier? Den kann ich überhaupt nicht leiden. Werden. Udo Lindenberg oder? Nee, ist auch so ein Schlagerstar. Unausstehlicher Mensch. Micky Krause? Nee. Der Typ mit den Sie liebten DJ? Nee. Der Wendler? Der Wendler! Genau. Ja, sag ich doch, Sie liebten DJ, wenn den kommt der das Wendler. Doch, wenn ich klappe. Also den kann ich, wenn ich den sehe, stellt sich der Kamm auf. Also da krieg ich Bluthochdruck. Übelste Sorge. Aber habt ihr mal gesehen, da war ja mal eine Zeit lang auch im Fernsehen, hier bei Dschungelcamp und so weiter, obwohl ich kein Fernsehen gucke, ne? Und hat ja danach auch, haben die so eine bisschen Sendung mit dem gebracht. Habt ihr mal das Haus von dem gesehen? Ja. Geil. Ey, da fallen dir die Eier aus der Hose. Da siehst du erstmal, was für Geld die verdienen. Also der hat ein Haus, also ich saß da mit offenem Mund, wo ich die Hütte gesehen habe. Das war der Wahnsinn. Ich auch. Also, das war echt der Wahnsinn. Ach, Tino? Ja. Zum Thema, in den letzten Aufnahmen, Teil war ja auch, war ja toll, dass ich mit Saxophon. Ich spiele auch Saxophon, wenn ich Okay. hätte. Also es geht, wenn das so weitergeht, dann können wir hier bei den Chor machen. Los, können wir hier, ne? Also gut, Trompete. Und macht ihr auch Auftritte? Wir hatten jetzt vor kurzem ein Frühjahrskonzert. Ah, okay. Wie muss man sich das wiederum vorstellen? Ist da, sind da viele Leute? Also von wie vielen Leuten tretet ihr auf? Also ich sag mal so, der Saal, da waren maximal 300 Leute und da war voll.
Okay. Das ist aber, das ist schon nicht wenig, finde ich. Nee. Bist du aufgeregt, ne? Geht. Ja gut, wie viel seid ihr da insgesamt in dieser, Also ich sag mal so, mit Frauenchor und Nachwuchs immer 140 Mann. Na, das okay. Ist natürlich schon viel, ja. Das Headset Tiger, bitte aus... Ich wollte gerade sagen, aus der Kehle rausnehmen und Tino abmordern. Okay. Ja, Leute, sind wir leider schon wieder fertig für den Part. Mit wem hatten wir es jetzt gerade? Mit Marcel, ne? Genau, also nächsten Part haben wir auf jeden Fall noch den Stefan und den Big Mac. Mal gucken, was die so Schönes anstellen. Und ihr lasst jetzt mal das Däumchen da, schaut mal in die Videobeschreibung, da steht nämlich der Randy drin. Könnt ihr euch auch noch bewerben, ist das Formular noch drin. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.